In diesem Video schauen wir uns die Kalkulation mit Maschinenstundensätzen an und dazu haben wir folgendes Beispiel. In einem Industriebetrieb liegen für eine Maschine folgende Daten vor. Das ist dieser Kasten hier, da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein, weil wir da in der Aufgabenstellung dann nochmal genauer drauf eingehen werden, aber das sind alles Informationen, die sich eben auf die Maschine beziehen. Zudem haben wir im Jahr noch folgende Maschinen: unabhängige Fertigungsgemeinkosten, Sozialabgaben, Hilfslöhne und allgemeine Betriebskosten. Und dann haben wir noch die Angabe, die Fertigungslöhne betrugen im Jahr 100.000 Euro. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht und können dann direkt anfangen mit der A. Da ist gefragt nach dem Maschinenstundensatz. Da gehen wir jetzt einfach durch, was denn maschinenabhängige Kosten sind. Der erste Schritt ist nämlich dann eben die maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten auf Jahresbasis zu rechnen. Denn Sie sehen, wenn wir hier mal durchgehen, haben wir hier bestimmte Angaben eben pro Jahr gegeben. Manche Sachen, hier ist auch pro Jahr, hier ist pro Kilowattstunde, pro Maschinenstunde, monatliche Gebühren, monatliche Miete, vierteljährlich. Das müssen wir alles auf einen Nenner bringen, damit wir das zusammenzählen können. Und der erste Schritt ist, wir schauen uns die kalkulatorischen Abschreibungen an, also Wiederbeschaffungswert durch Nutzungsdauer in Jahren. Wiederbeschaffungswert hier oben gegeben als 180.000 Euro und die Nutzungsdauer sind 10 Jahre, macht eben 18.000 Euro. Und das halten wir hier fest an der Seite als kalkulatorische Abschreibung. Als nächsten Schritt berechnen wir die kalkulatorischen Zinsen der Maschine. Wir haben hier gegeben kalkulatorischen Zinssatz von 8%. Den wenden wir an auf das durchschnittlich gebundene Kapital dieser Maschine. Das ist Anschaffungskosten durch 2. Anschaffungskosten waren 160.000. Dann können wir eben aufschreiben 0,08 mal 160.000 durch 2 und dann erhalten wir eben 6.400 Euro pro Jahr. A steht für Annum, ja. Als nächstes schauen wir uns an, was sind denn die Wartungskosten? Da müssen wir nicht groß was rechnen, denn wir haben hier die Wartungskosten direkt gegeben als 6.000 Euro pro Jahr. Und schreiben das hier am Rand auf. Nächster Posten, den wir brauchen, sind die Stromkosten. Da müssen wir jetzt wiederum ein bisschen rechnen. Wir haben hier einen Strompreis pro Kilowattstunde gegeben, dann den Verbrauch der Maschine pro Stunde und dann noch die gesamte Maschinenlaufzeit für das ganze Jahr. Also hätten wir dann 20 Cent quasi pro Kilowattstunde, das ist dann Euro pro Kilowattstunde mal den Verbrauch in der Stunde, das sind 40 Kilowattstunden mal die gesamte Laufzeit im Jahr sind 2000 Stunden plus dann hier noch eine Grundgebühr. Wir haben hier eine Grundgebühr gegeben von 15 Euro im Monat, also 15 Euro mal 12 und das gibt uns dann insgesamt 16.180 Euro pro Jahr. Kommt das hin? Euro pro Kilowattstunde mal Kilowattstunde, also ist das Kilowattstunde schon mal weg, mal 2000 Stunden. Ja, kommt hin mit dem Jahr. Nächster Punkt auf der Liste für die Maschine ist die Miete. Was haben wir da gegeben? Monatliche Raummiete, die wir brauchen, um die Maschine aufzustellen, ist gegeben als 240 Euro. Einfach 240 Euro mal 12. Und dann haben wir eben 2.880 Euro für das ganze Jahr. Dann haben wir noch gegeben, Werkzeugkosten sind hier angegeben als vierteljährlich. Rechnen also diese 400 Euro mal 4 und erhalten dann eben 1.600 Euro
jährliche Werkzeugkosten. Dann müssen wir noch die Betriebsstoffkosten einrechnen. Die sind auch vierteljährlich gegeben als 50 € mal 4 sind dann natürlich 200 € für das ganze Jahr. Und dann haben wir jetzt alle Posten abgearbeitet der maschinenabhängigen Gemeinkosten. Das können wir jetzt alles summieren. Geben Sie mal alles in den Taschenrechner ein und erhalten dann eben eine Summe von 51.260 €. Daraus können wir jetzt eben den Maschinenstundensatz berechnen, denn da steht im Zähler quasi diese Summe der maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten ist 51.260. Und unten steht die gesamte Laufzeit von 2000 Stunden. Und wenn wir das eben eingeben, erhalten wir einen Maschinenstundensatz von 25 Euro und, sorry, 63 Cent pro Stunde. Denn hier haben wir quasi statt A 1 eingesetzt, also Euro durch 1 und dann durch Stunden geteilt sind Euro pro Stunde. Euro pro Stunde. Das ist unser Maschinenstundensatz. Und jetzt ist in der B gefragt, ermitteln Sie den Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz. Wir hatten folgende Angaben in der Aufgabe. Wir haben maschinenunabhängige Fertigungsgemeinkosten, Sozialabgaben, Hilfslöhne, allgemeine Betriebskosten und Fertigungslöhne. Allgemein würde ich hier sagen, wäre dann der Zuschlagssatz quasi die Gemeinkosten. Das sind diese drei Sachen hier. Geteilt durch die Einzelkosten, das sind die Löhne, macht also in der Summe oben 60.000 Euro durch 100.000 Euro macht einen Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz von 60%. Und im letzten Schritt sollen wir bei dieser Aufgabe jetzt noch einen Auftrag kalkulieren, der auf dieser Maschine gefertigt wird und dem folgende Werte zuzurechnen sind. Wir haben Fertigungsmaterialkosten von 1000 Euro, einen Materialgemeinkostenzuschlagssatz von 20%. Fertigungszeit auf der Maschine beträgt 6 Stunden, also für diesen Auftrag wäre die Maschine 6 Stunden im Einsatz. Man bräuchte auch noch einen Maschinenfacharbeiter, der 4 Stunden im Einsatz ist und der pro Stunde 12 Euro verdient. Und wir hätten auch noch gegeben einen Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz von 10%. So, die erste Angabe hier, die Kosten für Fertigungsmaterial, können wir direkt als Materialeinzelkosten aufschreiben. Für die Materialgemeinkosten haben wir einen Zuschlagssatz von 20% gegeben, macht dann eben 1000 Euro durch 5, sind 200 Euro. Als nächstes haben wir die Fertigungseinzelkosten. Da haben wir die Angaben, dass der Maschinenfacharbeiter 4 Stunden braucht und 12 Euro pro Stunde verdient, macht also 4 mal 12 sind 48 Euro an Fertigungseinzelkosten. Und jetzt das eigentlich eben Neue, andere bei dieser Art der Kalkulation ist nämlich, dass wir die Fertigungsgemeinkosten aufteilen in Restfertigungsgemeinkosten und maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten. Fangen wir an mit den Restfertigungsgemeinkosten. Für die Restfertigungsgemeinkosten, das ist ein langes Wort, hatten wir in der Teilaufgabe B einen Zuschlagssatz berechnet, das waren 60%. Also wenden wir 60% an auf die Fertigungseinzelkosten und erhalten 28,80 Euro als Restfertigungsgemeinkosten. Bei den maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten hatten wir ja in Teilaufgabe A einen Maschinenstundensatz berechnet von 25,63 Euro. Und wir wissen, dass für diesen Auftrag die Maschine 6 Stunden im Einsatz wäre, also wäre das 6 mal 25,63 sind 153,78 Euro. Zusammengenommen haben wir dann eben die Herstellkosten des Umsatzes sind 1.430,58 €. Wie immer müssen wir da noch die Gemeinkosten für Verwaltung und Vertrieb draufschlagen. Da haben wir hier schon einen Prozentsatz gegeben von 10%, also 143,06 €. Und wenn wir das eben zusammenzählen, haben wir Gesamt Selbstkosten von 1573,40 Euro.
64 Cent. Und das wäre eben die Kalkulation mit Maschinenstundensätzen, wenn wir eben einen großen Anteil an teuren Maschinen haben, die wir einsetzen in der Kalkulation.